Schön straff halten. Nein, ich bin ziemlich zielstrebig der Frage nachgegangen, wie können wir die Matte in Urwiesen da integrieren. Und haben wir es über 2 Jahre jetzt schon getestet mit anderen Matten, mit kleineren Matten. Und haben sehr gute Ergebnisse bekommen und haben heute es geschafft, diese Matte in Betrieb zu nehmen. Was steckt hinter der Matte? Die Matte schlussendlich soll durchaus auch wieder die Kinder begeistern am Schneesport, am Skisport. Es sollen wieder mehr Kinder auch in die Bewegung gebracht werden. Gerade in der heutigen Zeit, Corona hat ja vieles zum Stillstand gebracht nahezu. Und die Matte hat halt die Schwierigkeit in sich, dass sie deutlich schwerer zu befahren ist wie der Skiroller auf dem Asphalt. Dieser Schneeersatz-Skiroller ist ja der Ersatz gewesen in den letzten Jahrzehnten, den wir hauptsächlich genutzt haben. Man kann es vergleichen, dass es etwa so die Ausmaße hat, wenn man schnelle Bedingungen hat, wenn man eisige Bedingungen hat, hat man auch etwas mehr Schwierigkeiten mit der Technik, mit der Balance, mit dem Abdruck. Und das ist etwa die Skimatte, ist etwa damit zu vergleichen. Klassisch ist leichter, man kann also klassisch und Skating trainieren. Klassisch ist eine Spur eingelassen, da kann man eigentlich sehr gut Abdruck üben, man kann sehr gut Gleiten üben. Also allumfassend eine wunderbare Sportstätte. Also von der sächsischen Textilindustrie und dem engen Netzwerk herkommend haben wir ein Textil entwickelt, das jetzt mit einem speziellen Kunststoff, mit einem speziell gleitfähigen, aber robusten Kunststoff ein dreidimensionales Objekt herstellt, auf dem man mit dem Ski gut gleiten kann, aber genauso gut mit der Kante auch eintauchen kann. Und ja, beides zusammen, das Material und die Struktur, ermöglichen es eben, dass der Ski sehr schnell wird, also gut abgleiten kann und gleichzeitig aber auch seinen Halt findet, um beim Skilanglauf Abdruck zu finden oder beim Skialpin dann auch Kurven fahren zu können. Ich bin der Erik Groß, bin 14 Jahre alt, komme aus der Oberlausitz, da haben wir auch so eine Matte. Und cool an der Matte ist eigentlich, dass man vor dem Winter schon sich schön auf die Wintersaison vorbereiten kann, auch wenn es noch schön warm ist und noch kein Winter vorhanden ist. Noch nicht so cool ist, dass man hier noch sehr viel wegrutscht und die Stöcke nicht so haften wie im Schnee. Genau.